Dann was würde ich sagen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaß mit Werkzeug. Wieder mal Spaß mit Werkzeug on Tour. Wir sind zu Gast bei Kevin und haben in seinem Garten schon die M254 und den KSU 251 aufgebaut. Was wir damit jetzt vorhaben, erzählt uns der Kevin. Ja, meine Frau hat sich ein Hochbeet gewünscht, deswegen werden wir das Ganze jetzt auch bauen. Dazu habe ich Douglasien-Terrassenholz geholt und 90x90 Einschlaghülsen. Die werden wir jetzt gleich in den Boden befördern, wo dann die kesseldruckimprägnierten Pfosten reinkommen. So, ich habe jetzt schon mal die ersten Hülsen eingesetzt und wollte euch bei der dritten jetzt mal zeigen, wie ich das so mache. Ich nehme die Hülsen erstmal umgekehrt, damit ich einen besseren Bezugspunkt habe. Habe jetzt hier meinen Zollstock hingelegt, habe das Maß von 1,50, wo ich die Hülse gerne am Ende haben will und richte sie jetzt einfach gerade danach aus. Drück's hier so ein bisschen fest. Und habe dann hier den Abdruck von der Hülse im Boden. Da muss ich dann nur noch mir die Mitte raussuchen und weiß ziemlich genau, wo ich meine Hülse ansetzen muss, damit sie später an der richtigen Stelle landet. Ich werde sie jetzt mal einschlagen. Das zeigen wir euch im Schnelldurchlauf, um euch den lästigen Ton zu ersparen. So, wir werden jetzt unsere schlanken 9x9er-Freunde hier in zwei Hälften zersägen und damit unsere Pfosten für das Hochbeet setzen. Was mir beim KSU 251 als erstes aufgefallen ist und was ich wirklich mal lobend erwähnen möchte, sind diese beiden Rollen. Wenn ja auch ein schwerer Balken oben drauf liegt, kann man ihn ganz easy hin und her schieben, um ihn genau da in die Position zu bringen, wo man ihn gerne hätte und ihn gerne trennen möchte. Das habe ich jetzt getan. Wir haben die von Kevin gewünschte 89er Höhe eingestellt und ja, safety first und los geht der Spaß. Das war kein Problem. Für die M254 ging ganz easy durch, auch wenn das Blatt schon ein paar Betriebsstunden auf dem Buckel hat. Nachdem wir jetzt endlich alle Pfosten gesetzt haben, können wir endlich ran an die Latten und los geht der Spaß. 1,55 hatte ich gesagt? Jo. Gut, dann machen wir jetzt 1,55 und sägen nachher das Ende ab. Beide Seiten geschnitten, damit wir dieses hässliche Gefutzel auf der Seite nicht haben, die übersteht. 3 cm Überstand an den Seiten, also 2,8, aber ausrichten, gerade, das sind schön gegen den Wasserwaage. Achso, brauchst du die Wasserwaage oben drüber, zum glatte Gegendrücken, dann hast du einen schönen Abschluss. Brauchst du? Das richtig schwere Ausrichten ist ja nur bei der ersten Latte so. Also ich würde nicht für mich keinen Deut anders bauen. Du, im Falle eines Falles musst du dich nur, das wird nur von Sina rechtfertigen. Wenn wir das schaffen, ist alles in Ordnung. Dann hat Thilo tatsächlich perfekt gemessen. Ja.
PD, irgendwas ist. Mir ist perfekt. Jo! Dann setzt es ein bisschen drüber, ist ja egal. Ja, wenn ich, achso, ja. So ist okay. Das drückt sich dann sowieso beim ersten Regen. Ich glaube, Mühe zu dir noch. Ja, zu mir kannst du noch. So wäre perfekt. Jo. In Milwaukee bitte. Da nichts ändern. Aber das muss auf jeden Fall gestrichen werden, bevor die Folie ran ist, ne? Innen drin. Ja. Das ist voll mit dem Regen und aus dem Monik zu werden. Geschafft, aber der Rohbau von unserem Hochbeet steht. Ich könnte mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein. Ich hoffe, Kevin natürlich auch. Solange die Frau es ist. Was jetzt noch fehlt, ist, dass wir unten einmal den Maschendraht verlegen, der Kleintiere am Einzug in unser Hochbeet hindert, und die Seiten mit Noppenbahn verkleiden, damit das Holz geschützt ist und noch trotzdem ein bisschen belüftet werden kann. Dafür haben wir auch die 2 mm Abstand zwischen den einzelnen Dielen gelassen. Ja, aber als allererstes muss natürlich das Hochbeet erstmal mindestens zweimal lasiert werden, am besten dreimal. Nehmt irgendein Öl, irgendeine Bio-Öko-Lasur, weil ihr wollt ja das Gemüse, was ihr anbaut, auch essen. Also achtet drauf, dass alles schadstofffrei ist. Ja, ihr seht ja, hier unten haben wir eine Lücke gelassen. Da kann besonders gutes Wasser ablaufen und wir haben auch keinen Kontakt vom Holz zum Boden. Natürlich wird die von innen mit der Folie verschlossen und dem Maschendraht, den wir hier haben. Und später werden wir eine kleine Steinkante setzen oder sie schön bepflanzen. Je nachdem, was die Herrin des Hauses sich da wünscht. Tja, was wir genau an Material verwendet haben, wird euch Kevin jetzt erzählen. Ja, jetzt, bis jetzt stecken dort 6 Latten, 4 Meter Länge. Die sind 14,5 hoch und haben eine Stärke von 2,8 cm. Und obendrauf wird jetzt auch noch mal eine dann verwendet. Und dazu haben wir jetzt noch 2 von den 1,80er Pfosten verwendet. Die waren nicht ganz 1,80, waren leider nur 1,79,5. Aber gut, den halben Zentimeter geschenkt. Ja, das, was wir noch erwähnen wollten auf jeden Fall, das fertige Hochbeet hat ein Maß von 1,55er Breite und 75er Tiefe. Und das ist für die 4 Meter Latten ideal, die wir verwendet haben, weil was Kevin da in der Hand hat, ist das bisschen Verschnitt, was übrig ist. Und damit haben wir das Holz optimal verwendet.
Das war's nun mit unserem ersten Außeneinsatz für 2019 zu Gast bei Kevin. Sein neues Hochbeet ist jetzt fertig. Wir haben noch eine schöne Umrandung als Zierde und als Ablage für eure Schaufeln und Samen gebaut. Was jetzt noch ansteht, wird Kevin euch erzählen. Ja, sofern das Wetter heute noch mitspielt, die Regenwolken verheißen nichts Gutes, aber wir hoffen mal das Beste, werde ich jetzt noch 2 bis 3 Mal Öl innen anstreichen und im Anschluss mit dem... Außen natürlich auch. Außen natürlich auch, aber erstmal innen. Das Außen ist jetzt nicht so dramatisch. Gitter, eine Wanne formen, die schön festtackern bis zum Boden runter, damit die Tiere da nicht reinkrabbeln können. Und die Noppenbahn wird dann natürlich noch angebracht, auch festgetackert. Ja, und wenn meine Frau es dann noch möchte, wird halt außen noch entweder eine Rasenkanten gesetzt oder mit Rasen begrünt. Das werden wir noch besprechen und dann euch aber mit einem Bild in den News zeigen. Ja, diese untere Kante, die ihr seht, hat den großen Vorteil, dass das Holz nicht bis zum Boden aufsteht und damit quasi ewig hält, weil es immer schön abtrocknen kann. Des Weiteren ist das Hochbeet auch ganz gut durchlüftet, das heißt die Kompostierung, die Nährstoffe, die ihr haben wollt, von dem groben Geäst und alles, was da unten drin ist, die werden schön schnell zersetzt. Und ich persönlich finde, das ist die beste Lösung, weil wenn man alles bis unten zumacht, sieht das Hochbeet nach kürzester Zeit schon wieder etwas unansehnlich unten aus, sodass man nacharbeiten muss oder es lackieren muss. Deshalb haben wir uns für die offene Variante entschieden. Ob es euch gefällt oder nicht, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr sehen wollt, was wir dieses Jahr noch alles anstellen werden, hier bei Kevin und natürlich auch in meinem Haus, dann abonniert den Kanal und bis wir uns wiedersehen. Habt Spaß mit Werkzeug!